Willkommen, liebe Geschwister und alle Gläubigen im Islam. Na, war nur ein Spaß. Ein blöder Spaß, weil der Islam ist sehr gefährlich. Wer das Video meldet und sagt, das stimmt nicht, lügt, fragt den Heiligen Geist. Aufklärung über den Islam ist wichtig. Vergesst niemals, dass es das Fest des Satans ist, der Ramadan. Und vergesst niemals, dass der Luzifer, Gott sei Dank, Yahweh sei Dank, oder Elohim sei Dank, oder Dank des Alpha und des Omegas, oder Gott des Vaters, eigentlich Gott des Vaters, Gott sei Dank, dass trotz, also der Amen auch genannt wird, wurde Satan vor einer geraumen Zeit aufgelöst. Nachdem er nach 6021 Jahre Höllenbestrafung in der Hölle war, nachdem er den Islam erschaffen hat, das war ungefähr 600 Jahre nachdem Jesus, der bevorige Sohn Gottes, auferstanden ist zum ewigen Leben. Und durch den wir alle leben können dürfen und wer will, ist herzlich eingeladen, für dieses Geschenk anzunehmen. Ja. Wir haben heute einen neuen Sohn Gottes, der ist Aschadonai. Oder er ist nicht nur der neue Sohn Gottes, sondern er ist es schon seit geraumer Zeit. Circa 7 Jahre zwischenzeitlich gab es auch eine Tochter Gottes, die Nebukadnezi. Und auf die ist auch zu hören. Jeder Mann muss auch auf die Tochter Gottes hören, wenn es wieder eine Tochter Gottes gibt. Wenn es wieder eine Tochter Gottes gibt. Ja, jetzt komme ich zu was Positivem. Zu was sehr Positivem nämlich. Ich möchte eine Danksagung aussprechen für alle Lebensformen, die Gott, der himmlische Vater, durch diverse besondere Personen ins Himmelreich entrücken hat lassen. Vom Sohn Gottes Aschadonai, von hauptsächlich und auch hauptsächlich durch die heiligen Engel vom Himmelreich. Man kommt ins Himmelreich, wenn man Liebe und Frieden im Herzen trägt. Wie viel davon, weiß ich nicht. Das müsst ihr selbst rausfinden. Und ich, Sir Manuel Cellos City oder Manuel Cellos City, ihr könnt mich auch nennen Manuel oder das Gnu, mir ist das egal, im Nu, habe euch erbeten, dass ihr an Geist und Seele angepasst und sterbliche Körper bekommt, mit Faisal Lutfi gemeinsam, einen Ex-Muslim aus Albanien, aus ursprünglich Albanien, er wohnt jetzt woanders, nämlich in Wien, und der hat mit mir das gemeinsam gebeten, da bin ich stolz drauf und ich freue mich sehr, 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 dass es wirklich erhört worden ist. Das bedeutet, an Geist und Seele, an Geist und Seele angepassten sterblichen Körper bedeutet, wenn ein Organ ausfällt, irgendeins, ein Auge, eine Leber oder irgendein Organ, was ihr habt, das sollte ich gar nicht so genau wissen eigentlich, kriegt ihr eigentlich kriegt ihr ein neues Organ ersetzt, kriegen wir alle ein neues Organ ersetzt. Also ich auch. Natürlich. Dann habe ich übrigens schon erlebt, weil es ein Höllenbewohner von der Hölle aus mir die Aorta durchtrennt hat, weil es Gott Vater zugelassen hat, um mir zu zeigen, dass ich einen so einen Körper habe, einen Geist und Seele angepassten sterblichen Körper. Es gibt auch zwei Fälle. Es gibt einen Fall, der heißt,
Im Vornamen René, den Nachnamen verrate ich nicht. Und der hat einen Geistenseele angepassten und sterblichen Körperinfarkt gehabt, und hat ein neues Herz bekommen. Dann kenne ich noch einen weiteren Vorfall. Es war eine Dame, die hat auch einen Geistenseele angepassten und sterblichen Körperinfarkt gehabt, und zwar auch einen Herzinfarkt und auch ein neues Herz bekommen. Und ich habe mir dank noch ein weiteres Gebet an Geistenseele angepasst und sterbliche Skelette. Habe mir damals einmal, wie ich betrunken war, ja, trinken ist keine Sünde, Alkohol trinken ist was Wunderschönes, was uns Gott der Vater geschenkt hat. Und das ist auch so, da könnt ihr den Heiligen Geist auch befragen dazu. Kann man auch nicht süchtig werden davon. Das ist ein Schmafu, wer das erzählt. Der Heilige Geist wird euch aufklären. Und habe mir den Zeh gebrochen, als ich mit dem Fuß einen Schritt zu weit zur Tür gegangen bin. Ist mir was passiert. Und das ist in 2 Minuten ungefähr verheilt, ungefähr. Normalerweise braucht ein Zehbruch 3 bis 4 Wochen oder 3 Monate ungefähr. Das ist relativ, weiß ich jetzt nicht genau. Kann ich auch nicht genau wissen, will es auch nicht genau wissen. Interessiert mich nicht. Ich sage euch was. Gott der Vater ist gut. Er ist sehr gut sogar. Ich habe ihm, ich gebe ihm die Treue. Ich möchte aber auch ein freiwilliges, also meinen freien Willen behalten. Natürlich. Und jetzt komme ich zum Schluss. Und komme wieder zu dem, was ich sagen wollte über die Lebewesen im Himmelreich. Sind alle dort angekommen und haben es sehr gut. Das weiß ich vom Heiligen Geist, ungefähr. Nicht nur ungefähr, sondern eigentlich direkt, meine ich. Habe ihn jetzt gerade gefragt, den Geiste, ob das stimmt, und er hat gesagt, ja, es stimmt. Ist ja auch logisch, wenn sie im Himmelreich ankommen, wird es wohl ein besserer Platz sein. Nicht wahr? Okay. Also danke fürs Zuhören. Das war euer ewiger Sir Manuel Shadow City. Und abonniert bitte den Kanal und gebt mir ein Like. Und wenn es es nicht tut, wäre es schade. Und danke fürs Zuhören. Es war mir eine Ehre. Und es ist mir eine Ehre. Und es wird mir eine Ehre sein, weiterhin für Gott, den Vater und den Sohn und den Heiligen Geist. Zu leben. Also dann. Bis zum nächsten Mal. Auf diesem Kanal könnt ihr übrigens auch Musikvideos schauen. Electromagnetic Propulsion Videos, Fun Videos und Parfum Präsentationsvideos. Also bitte, viel Vielfalt, so viel Vielfalt, wie mir eingefallen ist, dabei gibt's auf dem Kanal schon. Danke und schönen Tag noch. Oder Abend oder Nacht oder wann ihr mir auch dieses Video anschaut. Tschüss.